Wusstet ihr, dass es mehr als 890 Pokémon gibt? Und offen gesagt, nicht alle davon sind gut gelungen. Manche sind einfach eine designtechnische Vollkatastrophe. Gleich nach dem Intro wird abgerechnet. Dienstag ist Jalentag und wir alle kennen doch mindestens ein Pokémon, bei dem man sich einfach nur fragt, warum es abgrundtief hässlich ist. Hier meine vier schlimmsten Pokémon aus der Grafikhölle. Achtung, Augenkrebsalarm. Klavion ist der traurige Versuch, einen Schlüsselbund mit Augen zum Leben zu erwecken. Weder die Idee noch die Umsetzung ist gut. Einfach nur unkreativ und lahm. Warum tut ihr uns dieses misslungene Pokémon eigentlich nur an? Ich will eine Erklärung, Game Freak. Aber es geht noch bekloppter. Ohne Pferde geht es wohl nicht, müssen sich die Entwickler gedacht haben, als sie Girafarig erschaffen haben. Dass dabei am Pferdehintern noch ein Gehirn installiert worden ist, kann eigentlich nur eine verlorene Wette sein. Findet ihr nicht auch? Game Freak wollte hier wohl neue Wege gehen. Herausgekommen ist ein verunstaltetes Pokémon, das bei mir einfach nur Mitleid erregt. Unser nächster Kandidat ist auch nicht besser gelungen. Es geht um die Entwicklung von Naskne, das Voluminas. Ein klobiger Schnurrbart mit jeweils zwei Entenschnäbeln links und rechts. Was haben sich die Entwickler dabei wohl gedacht? Meine 4 Jahre alte Nichte hätte da gerne aushelfen können. Es wäre auf jeden Fall was Besseres dabei rausgekommen. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf Alola-Form aus der 7. Generation. Das letzte Pokémon ist eine Alola-Form aus der 7. Generation. Wenn man sich so die ganze Palette der Alola-Formen anschaut, sticht doch besonders eines ins Auge. Leider im negativen Sinn. Genau, es geht um Alola Dictree. Mit seinen goldenen, leuchtenden Haaren schützt es sich. Es soll Unglück bringen, seine ausgefallenen Haare mitzunehmen. Hä? Okay. Klingt logisch. Game Freak, was willst du uns mit dieser Form eigentlich mitteilen? Ein gelungenes Dictree so zu verunstalten, gibt echt verboten. Einfach mal ein neu frisiertes Dictree als Alola-Form abzustempeln. Ich glaube, ihr habt sie nicht mehr alle. Jedes Mal, wenn ich mir Alola Dictree anschaue, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil man das Design einfach so vermasselt hat. Das arme Dictree, hey. Puh, genug aufgeregt für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und über ein Abo oder ein Like würde ich mich riesig freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Jalen.